Ist Selbstverteidigung Kampfsport, ja oder nein? Immer wieder gibt es Diskussionen, wo man sagt, Selbstverteidigung hat mit Kampfsport nichts zu tun, oder andere sagen, ja, aber Kampfsport ist eigentlich die Basis von der Selbstverteidigung. Also es gibt sehr unterschiedlichste Meinungen und wir werden jetzt erstmal ganz genau ausführlich alles gleich durchgehen und erkennen, inwieweit die Sachen zusammenhängen oder eben nicht. Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Marcel Desil und heute geht es um das Thema Selbstverteidigung und Kampfsport. Ja, immer wieder wird da diskutiert, ist Selbstverteidigung Kampfsport, inwieweit hat es was damit zu tun? Viele gehen ja in Kampfsportarten, auch in die verschiedensten Systeme, um eben Selbstverteidigung zu lernen. Jetzt ist aber eben die Frage, ist das wirklich zielführend und effektiv, was man da lernt? Ist es das, was ihr auf der Straße dann auch tatsächlich umsetzen könnt, wenn man in einer gefährlichen Situation ist, wo man dann Angst hat, wo man Panik hat, wo man vielleicht dann in Schockstarre trotzdem erstmal kommt, ja, wo das Adrenalin einen hochschießt, wo der Körper auf einmal komplett anders reagiert und der Adrenalin wie unter anderen normalen Umständen, wie zum Beispiel auch im Trainingsraum etc. Und die Punkte werden wir jetzt hier mal ausführlich eben durchgehen und dann werden wir am Schluss auch nochmal dann sagen können, okay, ist jetzt Selbstverteidigung Kampfsport oder ist es nicht oder inwieweit hängt das Ganze eben aber dann trotzdem zusammen. Okay, also ihr seht ja schon, ich habe es jetzt einmal vorbereitet, dann geht das Ganze schneller. Hier haben wir Kampfsport, Kampfkunst, fasse ich hier gleich mal zusammen, und Selbstverteidigung. Ganz kurz zu Kampfsport, nur in einem Satz, man kann das noch alles noch größer definieren und differenzieren, aber Kampfsport ist erstmal was, wo eben durch Sport gesagt wird, entweder hat es was mit Gesundheit, mit allem, was dazu gehört, zu tun, oder es geht eben um Wettkämpfe, wo dann eben was mit Regeln gemacht wird, und je nachdem, wie die Regeln sind, sind ja auch die Kämpfe anders, ob was mit Vollkontakt, wenig Kontakt, ob mehr mit Füßen, mit Händen, mit allem, und dementsprechend wird auch unterschiedlich darauf hintrainiert und dementsprechend sind auch unterschiedlich die Inhalte. So, das ist Sport. Dann haben wir die Kampfkunst. In der Kampfkunst wird gesagt, in ein, zwei Sätzen, hier, da kann man das nicht als Sport machen, weil man natürlich an Ziele schlägt, die dann tödlich sind, die ja so effektiv sein sollen. Aber meine Erfahrung zeigt, alles, was sie mit Kampfkunst nennen, sind immer Dinge, da werden wir jetzt gleich mal drauf eingehen, die mit extrem vielen verschiedensten Bewegungsabläufen zu tun hat. Aber ich möchte nicht schon vorgreifen. Und dann haben wir eben nochmal die Sparte, wo man sagt, Selbstverteidigung, realistische Selbstverteidigung, effektive Selbstverteidigung. Eigentlich müsste man effektiv und realistisch gar nicht sagen, weil Selbstverteidigung heißt Selbstverteidigung. Aber ich sage auch immer wieder effektive Selbstverteidigung. Warum? Weil ich mich ein bisschen von dieser Art von Selbstverteidigung, die hier immer verkauft wird, sage ich einmal, einfach differenzieren möchte. Und warum? Werden wir jetzt hier gleich sehen. Punkt Nummer 1. In Kampfsport, Kampfkunst lernt man extrem viele Techniken. Wenn ich schaue in Allkampf Jutsu, haben wir glaube ich zum 5. dann 180 Griffe. Und dann noch Grundschultechnik und so weiter. Wenn ich dann noch schaue, selbst in Krav Maga, was wir da an Kontroll-, Befreiungstechniken und so weiter haben, kommen wir ja, keine Ahnung, nochmal auf plus 100, 150 Training. Da wären wir schon bei, sagen wir mal, 250, 200, 300 aufgerundet. Jetzt ist schon 300 plus. Dann aber habe ich immer Taekwondo, da noch was gelernt, da lernst du nochmal was in Luther Liebe, da lernst du nochmal die Training, da kommst du vielleicht schon auf 400 Training. Wie soll ich in der Lage sein, 400 verschiedene Techniken irgendwie zu beherrschen und anwenden zu können unter Stress? Klar, man pickt sich dann irgendeine raus, die einen liegt, aber grundsätzlich erstmal. Selbstverteidigung heißt wenige Techniken. Selbst Bruce Lee hat schon mal gesagt, er hat Respekt vor dem, der eine Technik 10.000 Mal trainiert, aber nie vor dem, der 10.000 Techniken nur einmal trainiert, weil das wird nie und nimmer funktionieren. Jeder weiß es, jeder Kampfsportler kennt dieses Zitat, aber keiner hält sich daran. Es geht immer wieder um mehr, noch eine Variante, noch interessanter für den Schüler machen, ihm nochmal was dazugeben, dass er sich wieder freut und so weiter, anstatt dass der Trainer lernt, aus dem Gleichen den Schüler das so schmackhaft zu machen, durch verschiedene Varianten, dass er trotzdem Bock hat, die Technik das 10.000. Mal zu machen.
Man kann eine Trainingseinheit mit einer Stunde ohne Probleme mit nur einer einzigen Technik machen. Ich kann mit euch eine Stunde mit einer Technik machen, aber euch wird es vorkommen, als wenn ihr die ganze Zeit komplett neue Dinge gelernt habt, obwohl es nur eine einzigste Technik ist. Ein guter Trainer kann das. Und das ist auch die Grundvoraussetzung, die man dafür hier benötigt. Okay. Individuelle Techniken, variable Verteidigung. Gut, was meine ich damit? Hier ist es meistens so, du lernst für jeden Angriff eine individuelle Technik. Das heißt, du wirst gewirkt von vorne, lernst eine Verteidigungstechnik dagegen und nicht nur eine, sondern wieder drei, vier, fünf Varianten. Da musst du was lernen von der Seite, da musst du was lernen von Jürgen von hinten, da musst du was lernen hier von Jürgen hier, da musst du was lernen von Haare fassen vorne, von Haare fassen hinten, mit zwei Händen Haare fassen, was das alles gibt. Dann Klammern von hinten mit Arme, ohne Arme, von Klammern vorne mit Arme, ohne Arme. Dann, also, verstehst du, was ich meine? Und zu jedem lernt man nicht nur eine, sondern wieder fünf verschiedene plus-minus Verteidigungstechniken. So kommen wir ja auf die 100, 200, 300 verschiedene Techniken dann, was ja überhaupt gar keinen Sinn macht. Wir brauchen etwas, was variabel gegen jede Technik verteilt. Also es ist egal, ob der mich hier packt, ob der mich wirkt, ob der mich hier zieht, er wird immer... Zum Beispiel, ist jetzt ein Beispiel, immer Wummen Hammerschlag sofort gegen die Halsschlagader bekommen, dass der möglichst, wenn ich den gut durchgeführt habe, schon beim ersten Schlag zusammenfällt. Und wenn ich merke, ich habe das Gefühl, er fällt nicht zusammen, dann habe ich meine Schlagserie oder mit Knie noch hinterher, wo ich dann das Thema möglichst schnell erledige. Weil mein Ziel muss sein, die Situation so schnell wie möglich zu bereinigen. Je länger es dauert, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht möglichst heil aus der Situation rauskomme. Ja, also das ist Selbstverteidigung. Das hier ist Sport, Koordination, Geschicklichkeit, Wahrnehmung, Reaktion und so weiter. Das ist Sport. So, dann haben wir, hier werden viele feinmotorische Bewegungen trainiert. Wir werden aber unter Stress, Adrenalin nur grobmotorisch funktionieren. Das ist so. Ja, vor allem auch die, die jetzt nicht 10 Jahre lang Kampfsport machen. Je länger man natürlich was macht, umso mehr kann man tendiert es natürlich vielleicht auch mal in die andere Richtung. Aber wir werden nie zu 100% 1:1 diese feinmotorische Fähigkeit haben, die wir in einem normalen Training haben, wenn wir da schön in Ruhe unsere Technik konzentriert, fokussiert ausführen können und auch noch so, wo der Partner nur dasteht, ohne sich zu bewegen und er alles über sich ergehen lässt. Ja, okay. Das heißt, feinmotorisch, wenn man mal überlegt, was an alleine schon dieses Befreien mit Würgen, hier dieses Rausdrehen oder selbst ein Krav Maga mit Ellenbogen und dann hier nochmal Ellenbogenschlag alles zu tun hat. Das heißt, der Arm, der muss hoch, diagonal muss das Bein diagonal sich bewegen. Jetzt muss auch das Bein jetzt nicht nach vorne bewegen, sondern hinten. Viele Anfänger oder auch Trainer, Erfahrene wissen, wo man sich denkt, wie hat denn der jetzt die Bewegung hingekriegt? Auf die Idee wäre mir ja nie gekommen, wie der sich eigentlich dreht, was ja null Sinn macht. Aber wo man dann wieder erkennt, wie schwierig es einfach für bestimmte Leute und nicht nur bestimmte wenige, sondern für viele ist. Weil wie viele erwachsene Leute haben denn schon Rechts-Links-Schwierigkeiten? Jede Menge. Das sind nicht nur ein paar. Viele, extrem viele erwachsene Leute haben eine Rechts-Links-Schwäche. Das bedeutet, die werden sich hier überall schwer tun. Die werden es nicht schaffen. Oder nur schwer schaffen, aber auf jeden Fall nicht unter Stress schaffen. Nächster Punkt, kompliziert, umständlich, einfach, schlicht, greift jetzt so in das hier vorne schon rein, weil man merkt ja, es ist natürlich kompliziert, es ist umständlich, man hat auch viel mehr Bewegung. Auch wieder mal ganz klar gesagt, warum? Eine Frage an alle Krav Magala. Und ich mache jetzt nicht Krav Maga schlecht, weil ich habe das selber 15 Jahre ja gemacht, aber einfach mal, weil das eine typische Technik daraus ist, gibt vielleicht in anderen Systemen auch, aber ich habe es dazu gelernt. Ich bleibe einfach mal beim Würgen, weil das ist jetzt ein einfach Standardding, man kann da andere Techniken jetzt auch hernehmen. So, jetzt haben wir hier Würgen. Und jetzt kennt jeder diese Technik. Hier, man greift, man kommt von oben. Ich zeige es jetzt ein bisschen schlampig, gut, dass man mich hier sieht. Und ich kann mit meiner Hüfte noch nicht so arbeiten. Also, mir nervt selber, dass ich nicht alles gescheit machen kann. Aber gut, nochmal. Also, das ist hier, dass man die Hand hier kontrolliert, weil der uns hier hat. Oder wenn er uns halt dann würgt. So, dass die Hand nicht abhaut. So, dann geht bumm hier rein. Schlag hier den Ellbogen hier locker, dass die Hand sich löst. Und dann kommt der Ellbogen hier rein. Oder hier machen es dann viele, wo ich mir sage, warum nicht gleich da? Aber trauen sich dann wieder weg. Nicht, weil wenn, dann muss ich ihn gleich hier oben abschießen und startet da unten irgendwo hin. Aber egal, macht ihr da eines oder so. Aber warum?
Warum mache ich zuvor diese komplizierten Bewegungsabläufe hier? Wenn es doch ganz einfach ist. Würgen ist eine bedrohliche Situation. Und wenn mich einer würgt oder würgt, boom! Gegen den Kehlkopf. Oder vom Halsschlagader und eventuell nochmal nachsetzen. Warum die ganzen Bewegungen zu, wenn ich doch nachher eh zuschlage, wenn ich doch eh den Ellbogen dem voll ins Gesicht knall, dass er seine Zähne verliert, die Nase bricht, der Kiefer gebrochen ist oder gegen einen Kehlkopf mache, wo weiß ich, dass die meisten nicht trauen, weil es so nicht trainiert wird. Warum diese ganzen Bewegungen zuvor? Das erhöht doch nur die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert. Muss man mal aufregen. Ist auch positives Aufregen, also keine Angst. Ja, aber ich denke, verstanden. Ja? Einfach, schlicht, direkt nach vorne knallen und Vollgas. Easy. Dann gibt es Kampfsportarten oder Kunstarten, wo immer mit Nachgeben zu tun hat. Hey Leute, das wird Kyosho was, genau, wo ich auch einen kenne, ist auch ein super Allkämpfer, also wirklich ein Top-Sportler, sehr, sehr gut, also wirklich gut. Wahrscheinlich ein Allkampf auch noch besser, wie ich sage jetzt mal. Aber da macht der Kyosho und dann sagt er mir, ja, das ist mit Nachgeben und locker und dann kommen halt die Schläge genau auf die Punkte und dann machen wir da ja immer so ein lockeres Sparring, wo wir so gegenseitig hier schlagen und bam und da drauf und so weiter und alles muss locker und geschmeidig sein, weil da kommt dann mehr Power. Ja, wenn ich locker bin, boom, bin ich schnell und habe mehr die Power. So, hat er mir erzählt, super, oh, wow, und wie toll. Und dann haben die da mal so kurz ein bisschen mehr so ein Sparring dann gezeigt. Und dann denke ich mal, ich sage dann zum anderen auch eine Referenz, hä? Der ist doch nicht locker, der ist doch total verkrampft und hart. Das ist ja auch normal, weil auf einmal geht's um was. Und dann, boom, dann wirst du härter. Ja, dann kriegt er, boom, dann bist du nicht mehr locker. Das ist Quatsch mit diesem Nachgeben der Kraft und der Stress, Adrenalin und wenn es um Angst oder um Todesangst geht. Und dementsprechend muss ich auch das anders trainieren, weil das ist rausgeschmissen. Ich muss sagen, das ist rausgeschmissene Zeit. Aber ja, wenn wir sagen Kampfsport, da komme ich am Abschluss nochmal dazu, da haben wir ja andere Ziele. Aber wenn das einer sagt, er möchte es für das Selbstverteidigung nehmen, dann sage ich, dann ist das Quatsch. Klingt zwar hart, weil ich da keine Kompromisse jetzt mache, weil ich umschreibe das nicht schön. Und ja, könnte man vielleicht auch, nein, das ist Quatsch. Weil wir oft angespannt sind. Klar müssen wir, ich sage meine Leute auch immer dagegen, sei nicht zu verkrampft. Ja, weil man merkt immer wieder, die Leute, die sind verkrampft, das ist so. Und jeder erfahrene Trainer weiß, der am Anfang kommt, die Hauptaufgabe muss eigentlich erstmal sein, der einfach mal locker zu bekommen. Das sind nicht schon so, die wollen ja und haben so einen Ehrgeiz oft, dass die dann schon so dastehen. Ja. Das heißt, wir haben ja erstmal die Aufgabe, sie locker zu bekommen. Aber dann noch das mit Nachgeben zu bekommen, ist ja nochmal eine ganz andere Phase. Die Hauptform muss erstmal sein, locker zu werden, dass sie nicht zu verkrampft sind, weil das werden sie eh wieder von alleine. Ja, aber dass die überhaupt was machen. Und da müssen wir mal gucken, dass man aus den Anspannungen der Muskulatur eine gewisse Lockerheit reinbekommen. Aber das Nachgeben, das wird nicht funktionieren. Statische Abläufe dynamisch, genau. Im Training wird immer so trainiert und dann kann der andere mal vielleicht mal so ein bisschen mit mehr, aber das war's schon. Hat auch nichts mit der Realität zu tun. Ich habe das auch schon mal als Referent bei unserer Trainerausbildung im Allkampf mal gemacht, wo ich mal gesagt habe, so, jetzt greift mal alle Training, die wir so haben, ob das jetzt Packen ist, ob das Würgen ist, ob das Halt, alles mit Druck oder mit Ziehen an. Also immer, ich möchte, dass der Angreifer immer mindestens zwei Schritte in den Gegner geht oder den Gegner herholt. Also alles in Bewegung. Und siehe da, Chaos. Chaos, Chaos, Chaos. Du hast sogar aufpassen müssen, dass sie ihn gleich mal erschlagen haben, weil natürlich dann auf einmal der alles noch grobmotorisch war, dann natürlich oft geschockt war, dann hektisch alles nur noch war und genau das ist auch die Realität. Und es hat dann nichts mehr so funktioniert, wie es eigentlich hätte sein sollen, wie es hier immer erklärt wird. Es hat nicht funktioniert. Man musste dann auch aufpassen müssen, dass die nicht dann irgendwo das Auge blau geschlagen haben, weil das natürlich dann unkontrolliert alles wurde. Das ist die Realität. Und es waren alle zum Teil Schwarzgurte für die Ausbildung da.
Das ist nicht böse gemeint denen gegenüber, dass die jetzt schlecht sind oder so, sondern es hat ja was mit dem Training, mit den Trainingsmethoden über die Jahre zu tun. Das ist ja klar, wenn die nur so trainiert haben, dass sie das dann unter richtigen Druck nicht so hinbekommen werden. Die können ja nichts dafür. Aber wie gesagt, wenn das Ziel ist Sport, Gesundheit, Koordination, Geschicklichkeit, Balance, Bewegung, Ausgleich, vom Job Ausgleich, Aggressionen abbauen und so weiter, dann seid ihr hier zu 100% richtig. Ja? Es kommt nur auf das Ziel drauf an. Wenn ihr aber das Ziel habt, euer Leben zu schützen, wenn das euer primäres Hauptziel ist, dann müsst ihr hier trainieren. Weil da seid ihr falsch. Das ist der falsche Weg. Und deswegen mache ich ja Kampfsport nicht schlecht. Weil ich habe das Problem auch schon gehabt, da heißt ja, warum macht er denn da noch Allkampf? Warum hat er denn da seinen fünften Dan gemacht? Warum macht er das, wenn er doch so schlecht über Kampfsport redet? Bullshit! Es kommt auf das Ziel drauf an. Und wenn einer das Ziel hat, wie ich gesagt habe, dann mach nur das, dann bist du hier falsch, weil da wirst du hier keinen Spaß haben. Wenn du aber dein Leben schützen willst, wirst du hier keinen Spaß erstmal haben, weil du Dinge lernst, wo du nicht klarkommen wirst und weil es dir nicht helfen wird und weil das am Schluss für dich wahrscheinlich dich eventuell noch mehr in Gefahr bringen wird. Okay, statische, dynamische, genau, habe ich jetzt soweit angeschaut. Befreien, Hebel, Kontrolltechniken, Schläge, Dritte, habe ich schon Videos zuvor erklärt. Ja, brauche ich glaube ich nur mal ganz so eingehen, dass das natürlich auch wieder zu dem feinmotorisch kompliziert schon mal dazu gehört. Dann gibt es gar keinen Grund für euch Zivilisten, ne, jemanden zu hebeln und zu kontrollieren. Euer einziges Ziel muss sein, euch in Sicherheit zu bringen, eure Familie, eure Freunde, eure Frau, eure Kinder in Sicherheit zu bringen. Das ist euer Ziel. Warum sollte das Risiko eingehen, jemanden zu hebeln und zu kontrollieren? Das ist doch ein absoluter Schwachsinn. Das ist ja irre eigentlich sowas, sich selbst freiwillig nochmal in eine größere Gefahr zu bringen. Und Befreiungstechniken, habe ich gesagt, machen nur bei zum Beispiel Handgelenkfasern, vielleicht nochmal Bein herziehen, bei solchen Sachen nochmal in gewissen Situationen Sinn, auch abhängig von der Umgebung. Aber wie gesagt, nochmal, wenn du euch wehtun möchte und ihr befreit euch, dann sagt er nicht, oh ja toll, jetzt gehe ich nach Hause, sondern jetzt ist er vorbereitet, der Überraschungsmoment ist weg, ihr werdet jetzt noch schlechtere Karten haben und dann wird euch nämlich ganz anders angreifen, er wird hinterhergehen, er wird saurer sein, dadurch wird er aggressiver sein. Ja, ich bin doch nicht so blöd und verschenke meinen Überraschungsmoment her. Wenn der mich unterschätzt, ist das das Beste. Wenn der mich als Opfer sieht, ist das Beste, was mir passieren kann. Ja, weil dadurch, der packt mich, der macht, der wird nie glauben, dass ich jetzt einen Schlag ansetze und ihn vernichten möchte. Weil er sieht mich als Opfer. Aber genau das werde ich machen. Und den einen einzigen Moment, den werde ich gnadenlos ausnutzen. Und dann kann ich heil und gesund zu meiner Familie nach Hause gehen. Und wer jetzt mit Notwehr unterherkommt, der schaut sich meine Videos mit Notwehrrecht an. Beziehungsweise habe ich die auf YouTube, also auf Facebook, Instagram habe ich sie. YouTube weiß ich jetzt gar nicht, ansonsten werde ich die mal noch nachreichen dann. Ja. Und am Schluss geht es um euer Leben und eure Gesundheit und nicht die um den Täter. Ich habe oft immer Schreiben, wo ich meine Themen mit Ohrfeigen und so gezeigt habe auf Facebook. Dann schreiben die Leute, ja, du verletzt ja den. Ist schwer, das ist eine Körperverletzung. Klar, ist jeder Schlag ist erstmal eine Körperverletzung und es muss erst rausstellen, dass es nur ist. Aber Leute, warum macht ihr euch Sorgen um die Täter? Ich verstehe den Menschen nicht. Ja, die checken das nicht, weil die halt keine Erfahrung haben und null Wissen. Ne? Schreiben aber wie so Tastaturrambos immer ihren ganzen Bullshit im Hirn, immer frei Schnauze raus, haben aber keinen Plan von nix. Bloß weil sie denken, in ihrem Leben, wo sie heil und gesund und in einer guten Umgebung groß geworden sind und vielleicht nie mit irgendwas mit Gewalt zu tun gehabt haben, denken sie, sie sind allwissend. Das regt mich dann wieder auf. Okay, soweit der Punkt klar. Schläge und Dritte ist die Antwort darauf. Ja, gnadenlos, hemmungslos durchziehen. So, Kampfsport, Kampfkunst auch, aber noch mehr Kampfsport. Da geht es um, nee, anders. Da ist es so, bei diesen Techniken, die man hier meistens lernt, musst du sportlich sein, haben wir ja schon mitgekriegt. Dann wäre es vom Vorteil, wenn die Größe passt, dass du auch stark bist und koordinativ gut bist, wo die meisten schon ein Riesenproblem hier schon wieder haben werden. Aber in der Realität ist es doch so, wer wird denn Opfer? Opfer wären doch meistens die, die
eh schon unsportlich sind, die hier so, die alleine an der Bar stehen, die Dinge, die alleine unterwegs sind, ja, heute glaube ich, eine habe ich ja nicht, dann die kleiner sind oft als der Gegenüber, also als der Aggressor, die meistens schwächer sind wie der Aggressor, weil da sucht sie meistens Opfer aus, es kommt vielleicht mal was aus der Situation gerade mal raus und er hat einen schlechten Tag oder hat irgendwas erwischt, aber meistens ist es so. Und, oder beziehungsweise wird kurz abgecheckt und wenn er sieht, von euch geht eine Gefahr aus, dann wird er vielleicht auch irgendwie eine Ausrede finden und gehen. Aber wenn er sieht, mit euch hat er ein leichtes Spiel, dann geht's los. Also dann werden die ja hier eh schon unsportlich sind, koordinativ ja eh meistens schlechter sein oder Links-Rechts-Schwächen haben und so weiter. Und für die muss Selbstverteidigung sein und deswegen sage ich ja hier auch wenige Techniken, einfach, grobmotorisch und so weiter. Das macht keinen Sinn für die Leute, ja, weil es auch zum Teil dann die falsche Zielgruppe ist. Aber das ist die Zielgruppe. Und da werde ich in ein extra Video zu dem Thema Kämpfen kommen. Zu den YouTube-Gurus, die bestimmt selber gut kämpfen können, weil sie vielleicht, wie auch immer, ein gewisses Klientel schon hinter sich haben, was ich von manchen auch schon mitgekriegt habe, aber man möchte es nicht verallgemeinern. Dann kommen aber die YouTube-Gurus, die vielleicht selbstbestimmt gut kämpfen können, wie gesagt, aber behaupten, Selbstverteidigung ist Kämpfen. Aber dann schauen wir uns mal die Zielgruppe an, dann wird man ganz schnell erkennen, was für ein Bullshit das Ganze ist. Weil die werden nie gute Kämpfer werden, die werden sich nie gegen einen Straßenschläger großartig behaupten können. Die werden zum größten Teil alle in kürzeren ziehen, wenn die sich in einer Kampfsituation hier einlassen. Und Selbstverteidigung ist viel, viel, viel mehr und die schlechteste und letzte Option ist Kämpfen. Und es zeigt mir, dass die zwar groß die Klappe aufreißen, und wie gesagt, bestimmt super Fighter sind, auch brutal sind, auch wie gesagt, aber von Selbstverteidigung, richtiger Selbstverteidigung und den Leuten, die es brauchen, richtig helfen können, können sie knicken und vergessen. Und das sind die, das ist ja das Allergeilste, das sind dann die, war auch, das ist ja auf YouTube, das ist ja eh schon, da könntest du Popcorns nehmen und könntest dich oft ab und zu mit den Popcorns stundenlang hinsetzen, wenn du dir manche Videos anschaust. Das sind dann die YouTube-Gurus, die dann die anderen, der wüsste ja, wenn das jetzt einer von denen hier mein Video sieht, da weiß ich schon, dass er dann reinschreibt oder selber ein Video dreht und sagt, ja komm doch zu uns in die Schule und zeig's mir mal oder mach's mal mit aus. Das alleine zeigt mir schon wieder, dass der null Ahnung von Selbstverteidigung hat. Null! Weil es dumm ist. Dumm, solche Aussagen. Ich bin doch nicht so blöd und gehe dahin und stelle mich und sage, so und jetzt kämpfen wir. Das ist doch keine Selbstverteidigung, das ist Kämpfen. Das ist Ego, das ist Schwanzvergleich, ist sowas. Das sind die Leute, die eigentlich nach außen, nach einem großen, starken Selbstvertrauen tun, oft natürlich als solche Monster hier sind, aber eigentlich nichts haben an Selbstvertrauen oder ganz klein und ganz schwaches Ego haben. Weil es mich doch interessiert, weil ich bin 53 Jahre, habe jetzt eine frisch operierte Hüfte, ich habe schon Kniearthrose, ich habe schon meine Kämpfe hinter mir, zig Dinger, ich habe mich schon bewiesen, aber auf Wettkampfebene mit Gleichstarken, mit Stärkeren und so weiter, oder zumindest die, wo man sich dann behaupten möchte, ich habe das schon alles hinter mir und auf der Straße habe ich auch schon meine Sachen hinter mir. Aber ich muss mir nicht beweisen, bloß weil einer denkt, der ist hier, der möchte gern Guru. Und wenn einer bei mir vor der Tür steht und schon so dasteht, dann sag ich, du pass mal auf, komm, wir gehen erstmal kurz da noch vor die Tür hin und währenddessen knall ich noch eine. Und wenn es ist und der ist nur so ein Brackel und ich weiß, es ist ein super Kämpfer, dann schieße ich ihn von hinten ab. Nicht schießen, sondern jetzt sagt jeder, boah, das ist aber nicht korrekt, das macht man doch nicht, das ist doch nicht fair. Scheiß drauf! Ihr lasst mir doch nicht von so einem Rotzlöffel eine knallen, dass ich vielleicht da mit schweren Verletzungen im Krankenhaus liege. Wo sind wir denn da? Das ist doch der überhaupt gar nicht wert. Also es ist gar nicht wert, sich überhaupt auf solche Pfeifen einzulassen. Aber es ist es doch nicht wert, sich da auseinanderzusetzen, wegen einem Schwanzvergleich, sondern wenn er es wissen will, dann versuche ich natürlich mit, habe ich woanders, mit dreckigen Tricks und so weiter, natürlich heil aus der Situation zu kommen, um eben dann flüchten, weggehen zu können, damit ich in Sicherheit bin und mein Leben gesund und froh und glücklich mit meiner Freundin weiterleben kann und mit meinen Kumpels weggehen kann und gesund alt werden kann. Das ist mein Ziel. Und nicht mich durch irgend so einen YouTube-Guru einen Schädel einschlagen zu lassen, weil der in Kämpfen vielleicht auch besser sein mag. Das interessiert mich doch gar nicht, ob der in Kämpfen besser ist. Und das interessiert mich nicht. Kann er? Ist mir wurscht.
Aber es ist mir nicht wurscht, wenn mir einer meine Gesundheit oder mein Leben möchte. Also ihr seht, ich schreibe da ein bisschen ab, aber das ist so wichtig, dass man es versteht, weil es wird so viel Bullshit gemacht, es wird so viel Scheiße erzählt bei der Selbstverteidigung. Und ich war früher viel ruhiger und ich habe viel immer runtergeschluckt und ich habe auch viel weggeschaut und ich habe mir viel zurückgenommen, weil ich immer gesagt habe, ja, nee, komm, ich mache mein Ding und fertig und halt einfach die Klappe, ich mache meine Brötchen, die anderen machen ihr Brötchen und so weiter. Und das mache ich lasse immer noch viele ihre Sachen machen. Aber wenn ich ein Video drehe oder wenn Leute mit mir sprechen, dann rede ich Klartext, genauso wie ich es auch in meinem Buch gemacht habe. Ich rede nicht drum herum und rede es den anderen um Maul rum und schmiert ihnen Butter ums, oder wie sagt man, Butter ums Maul und so weiter, sondern wenn ich was sage, dann sage ich so, wie ich es denke, wie ich es fühle, wie meine Erfahrungen sind und wie ich sehe. Punkt aus, fertig. Wenn es einem passt, dann soll er mich nicht anschauen, ja, und fertig. Dann soll er halt sein Zeug machen und aus, interessiert mich nicht. So, weiter geht's, damit es wieder nicht zu lang wird. Ja, im Endeffekt sind wir eh schon durch. Das hier ist meistens Show und Hollywood, aber die Straße ist hart und brutal. Das ist die Realität. Ja? Ich meine, ich habe selber, ich bin ja auch noch Kampfsportler, auch von Herzen mehr hier, aber ich bin es trotzdem, weil da bin ich groß geworden. Das ist mein Fundament, das ist mein Baustein, alles. Und ich war auch einer, ich habe Vollkontakt-Wettkämpfe gemacht. Dann mit meinen Schülern damals habe ich gute Technik gehabt. Dann haben wir auch Formelmeisterschaften gehabt. Habe ich selber auch gemacht. War ich auch bis zu internationalen Deutschen und habe dann auch im Kader trainiert. Ich habe dann Bock gehabt, weil Freestyle sahen. Das hat mich halt interessiert mit Waffe, Bogen und Chaco. Ich habe jahrelang richtig Nunchaco trainiert. Sport Nunchaco, wo die Holländer ja sehr stark, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, sind waren. Und wir haben hier auch meistens, wo es noch erlaubt war, Meisterschaften gemacht und so weiter. Aber mir hat dieses auch natürlich gefallen. Ich habe da einen Flickflack Salto, Hubschraubertechnik, 540 Grad, 3 Meter die Wand hochlaufen mit Salto. Den ganzen Schamott habe ich alles auch gemacht, weil ich Bock drauf gehabt habe. Und wenn ich was wollte, habe ich es gemacht. Aber das ist hier die Kategorie Kampfsport, das ist Show, das ist Hollywood, das ist filmreif alles. Haben wir auch so für die Kinowerbung, haben wir tolle Sachen damals gedreht und gemacht. Aber das ist nur das. Das hat nichts mit der Realität draußen auf der Straße zu tun. Und das muss man unterscheiden. Und hat einer das Ziel Gesundheit, Schönheit, Sportlichkeit, Geschicklichkeit, dann bitte macht's das. Wenn ihr aber für euer Leben die Sicherheit haben wollt, dann schaut ihr, dass ihr nur diesen Weg geht und alles das, was hier weg ist, weglasst, weil das verschwendete Zeit ist. Aber denkt's wieder dran. Wer noch nicht mein Buch bestellt hat, hier mein Buch. Wer ins Handeln bekommen will, am besten gleich mein Trainingsbuch mit dazu bestellen. Hier kommst du noch leichter in die Umsetzung. Und ansonsten, wenn du mit mir persönlich trainieren möchtest, dann melde dich für ein Beratungsgespräch zum Online-Coaching an. Da werden wir das Ganze genau besprechen, wie sowas ausschaut. Und dann kannst du mit mir gemeinsam dementsprechend trainieren. Und ich coache dich und ich bringe dir dann diese ganzen Sachen hier, was du für deine Selbstverteidigung brauchst, bei. Okay, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.